Meine liebe Tochter, der Krieg hat mir einen teuren Freund genommen und sein Verlust trifft mich härter, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. Karl ist immer noch südlich von Reims interniert, aber sein Zustand verbessert sich langsam. Bei nächster Gelegenheit werde ich versuchen, eine Besuchserlaubnis zu erhalten. Und du? Wie geht es dir? Hat sich das Leben in Saint-Mihiel gebessert? Leider musste Karl feststellen, dass sich nichts gebessert hatte. Aus Maries Brief erfuhr er, dass sein Sohn schwer erkrankt war. Karl fasste einen Entschluss. Da der Krieg niemals enden würde, musste er fliehen. Halten! Schwander Nichtlings, der Blunderklump. Als der kaum wer Drummeln anbackt. Hä? Mein Kind, du bist immer bei mir Dede, mit mir leid. Wenn du mit dir mal hier gehst. Schlepp der Witter am Honk! Gemacht.
Du får den dog, skrøfølge. Auf! Nicht! Erlöst mir nicht! Nicht! Oh!
Oh!
französischen Truppen empfingen Lucky Freddy im Triumph. Elil schickte einen Brief an Anna, um sie von der Befreiung ihres Vaters in Kenntnis zu setzen. Die drei Freunde feierten ihr Wiedersehen. Doch die Freude war von kurzer Dauer. May 14, 1916. Freddy wurde an die Somme geschickt, während Emils Regiment auf einem Hügel nahe einem kleinen Dorf Quartier bezog. Das Dorf hieß Vauquois. Hier hatte der Konflikt sogar die Unterwelt erfasst. Von ihren sicheren Schützengräben aus gruben die beiden Lager Stollen und Galerien. Der Minenkrieg hatte begonnen.